statischer Plattendruckversuch nach DIN 18134. Das statische Plattendruckgerät HMP-PDG wird im Erd- und Grundbau sowie im Verkehrswegebau eingesetzt. Es ermöglicht auf einfache Weise die Bestimmung der Tragfähigkeit und Verformbarkeit von Böden durch Ermittlung von Drucksetzungslinien und der Verformungsmodule EV1 und EV2 nach DIN 18134, Ausgabe 2012. Beim statischen Plattendruckversuch wird eine kreisförmige Lastplatte mit Hilfe einer Druckvorrichtung wiederholt stufenweise be- und entlastet. Die mittleren Normalspannungen unter der Platte und die zugehörigen Setzungen der einzelnen Laststufen werden in einem Diagramm als Drucksetzungslinien dargestellt. Schneller Aufbau und sicherer Stand sind durch die durchdachte Konstruktion garantiert. Das Gerät ist bei aller Präzision sehr robust und durch die Verwendung hochwertiger Materialien von zertifizierten Zulieferern besonders langlebig. Der innovative Messkopf garantiert eine digitale und störungsfreie Übertragung der Kraft- und Wegwerte an die Messeinrichtung. Die Messreihen und Drucksetzungslinien können sofort auf der Baustelle ausgedruckt und ausgewertet oder zur weiteren Bearbeitung exportiert werden. Statisches Plattendruckgerät HMP-PDG Pro. Bitte beachten Sie, dass das HMP-PDG trotz aller Robustheit ein hochpräzises Messinstrument ist und gehen Sie sorgsam damit um. Das HMP-PDG besteht aus der Hydraulik, dem Messgestell, dem Messgerät mit Weg- und Kraftaufnehmer. Alle Teile sind sicher in den beiden Transportkisten und dem Transportkoffer verpackt. Für die Messung wird ein Gegengewicht mit einer Achslast von mindestens 5 Tonnen benötigt, zum Beispiel eine Walze, Bagger oder beladene Lkw. Positionieren Sie das Gegengewicht unmittelbar am Messpunkt. Die Einbauhöhe sollte mindestens 65 cm betragen. Aufbauen der Hydraulik. Entnehmen Sie die Pumpe mit Zylinder und legen Sie diese auf der anderen Holzkiste ab, um Verschmutzungen zu vermeiden. Befestigen Sie den Magnethalter am Gegengewicht. Mit etwas Sand lässt sich leicht die optimale Position der Lastplatte ermitteln. Positionieren Sie die Lastplatte auf der Markierung, senkrecht, mittig unter dem Magnethalter. Setzen Sie die Kraftmessdose auf den Tunnel der Lastplatte, darüber das Druckstück. Es schützt die Kraftmessdose vor Beschädigungen. Darauf stecken Sie die Hydraulik. Achten Sie darauf, dass Pumpe und Schlauch Sie beim weiteren Aufbau nicht behindern. Verlängern Sie, falls nötig, die Hydraulik mit den Verlängerungsstücken bis zum Magnethalter. Richten Sie die Lastplatte genau senkrecht unter dem Magnethalter aus. Wenn nötig, kann die Hydraulik durch Pumpen etwas ausgefahren werden, um diesen Aufbau zu stabilisieren. Aufbauen der Mechanik. Nehmen Sie nun das Messgestell aus der Transportkiste und legen es vorsichtig auf der anderen Kiste ab. Montieren Sie die Traverse und stecken Sie diese auf das Messgestell. Der Magnet sollte zu der Seite zeigen, auf der Sie später das Messgerät bedienen. Montieren Sie den hinteren Fuß am Messgestell.
Verbinden Sie den Messbalken mit dem Gestell. Fertig. Stellen Sie das Messgestell vor das Gegengewicht. Richten Sie jetzt das Messgestell waagerecht aus, indem Sie die Höhe der Füße anpassen. Die Libelle sollte mittig sein. Stecken Sie den Tastarm in den Messbalken. Stellen Sie dann mit Hilfe des Tastarmes die Höhe des Messbalkens so ein, dass er parallel zum Messgestell verläuft. Der Tastarm muss dabei genau bis zur Kerbe in den Tunnel über der Lastplatte ragen, damit er im Zentrum der Platte aufliegt. Befestigen Sie den Messkopf am Magneten. Spannen Sie die Messuhr ein. Der Spielraum der Messspitze sollte ca. 2 cm betragen. Verbinden Sie nun die Messuhr mit dem Messkopf. Schließen Sie die Kraftmessdose an. Verbinden Sie anschließend das Messgerät mit dem Messkopf. Messvorgang. Schalten Sie das Messgerät ein. Die Benutzerführung erfolgt intuitiv. Aktive Funktionen sind blau hinterlegt. Mit den Pfeiltasten wählen Sie aus. Mit Enter erfolgt die Bestätigung. Unter Einstellungen können Sie zum Beispiel die Uhrzeit, das Datum, die verwendete Sprache einstellen und den Plattendurchmesser. Aus dem Speicher können Sie Details zu gespeicherten Messungen abrufen. Nach dem Anschalten des Gerätes ist zunächst der Speicher aktiv. Sobald das GPS-Signal gefunden wurde, wird die Schaltfläche Messung aktiviert. Starten Sie die Messung mit Enter. Nullen Sie die Belastung, indem Sie die Auswahl bestätigen. Erhöhen Sie jetzt die Belastung auf 0,01 Meganewton pro Quadratmeter. Betätigen Sie dazu die Pumpe der Hydraulik, bis der Wert erreicht ist. Nullen Sie jetzt die Messuhr, indem Sie mit Enter bestätigen. Der erste Messpunkt, die Vorbelastung, wird gespeichert. Es folgt die stufenweise B- und Entlastung der Lastplatte. Die Sollwerte der Messpunkte für den statischen Plattendruckversuch nach DIN 18134 sind im Messgerät hinterlegt und werden in der obersten Zeile angezeigt. Erhöhen Sie die Belastung langsam bis zum nächsten Sollwert und halten Sie den Wert durch Betätigung der Pumpe für ca. eine Minute. Wenn der Setzungswert stabil bleibt, übernehmen Sie die Messwerte mit Enter. Erhöhen Sie die Belastung nun wieder stufenweise bis zum nächsten Sollwert. Falls nötig, können Sie den gehaltenen Wert auch verwerfen, um durch eine B- oder Entlastung näher an den Sollwert der Laststufe zu gelangen. Durch erneutes Bestätigen mit Enter werden die Daten endgültig gespeichert und der nächste Sollwert wird angezeigt. Halten und speichern Sie die jeweiligen Werte. Erhöhen Sie die Belastung nun stufenweise bis zum nächsten Sollwert und verfahren Sie so wie zuvor beschrieben. Wird der angezeigte Sollwert kleiner, beginnt die Entlastung. Verringern Sie die Belastung durch vorsichtiges Drehen am Ventil der Hydraulik bis zum Sollwert. Halten Sie den Wert für etwa eine Minute und speichern Sie ihn. Verringern Sie die Belastung nun stufenweise bis zum nächsten Sollwert. Halten und speichern Sie die jeweiligen Werte. Nach der stufenweise Entlastung beginnt die Zweitbelastung. Erhöhen Sie die Belastung wieder stufenweise bis zum nächsten Sollwert. Halten und speichern Sie die jeweiligen Werte. Erhöhen Sie die Belastung wieder stufenweise bis zum nächsten Sollwert. Halten und speichern Sie die jeweiligen Werte.
Nach dem Speichern der letzten Belastungsstufe wird das Ergebnis im Display angezeigt. Durch Blättern gelangen Sie zu den Kurven- und GPS-Daten sowie den einzelnen Messdaten. Auswertung. Sie können das Ergebnis direkt ausdrucken. Der Printerausdruck enthält folgende Daten: Messbeginn, Messende, GPS-Position, die Messdaten der Erstbelastung, Entlastung und Zweitbelastung, die Setzungskurven, den EV1 und den EV2-Wert sowie deren Verhältnis. Selbstverständlich können Sie auch professionelle A4-Prüfprotokolle für Ihren Auftraggeber erstellen. Die dafür von HMP entwickelte Software HMP ProPlat ermöglicht Ihnen die Speicherung der Daten in einer Datenbank mit komfortablen Such- und Editiermöglichkeiten. Übertragen Sie Ihre Messdaten auf einen USB-Stick oder per Kabel direkt an den PC. Wählen Sie dazu im Menü Speicher den Export der Daten auf den USB-Stick aus und bestätigen Sie mit Enter. Lesen Sie dann in der Software die Daten vom USB-Stick ein. Alternativ verbinden Sie das Messgerät per USB-Kabel mit Ihrem PC, wählen im Menü Speicher den Export der Daten zum PC aus. Der Ordner mit den Messdaten kann nun am PC ausgewählt und eingelesen werden. Anschließend ergänzen Sie einfach zusätzliche Angaben, wie zum Beispiel zum Auftraggeber, zum Messpunkt oder den Wetterbedingungen und speichern diese. Alle Messwerte und der Kurvenverlauf der Erstbelastung, Entlastung und Zweitbelastung werden abgebildet. Über Drucken erzeugen Sie das Protokoll. Geben Sie Zielwerte vor, wird deren Erfüllung automatisch auf dem Protokoll vermerkt. Abbau. Thank you.
Vertrauen Sie auf jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Prüfgeräten und die zukunftsweisenden Innovationen unserer Ingenieure. Qualifizierte Reparaturen, Umrüstungen und Kalibrierungen werden selbstverständlich im eigenen Haus durchgeführt. Höchste Präzision, beste Qualität und optimaler Service. Dafür steht die Magdeburger Prüfgerätebau GmbH HMP. Prüfgeräte auf höchstem Niveau. Überzeugen Sie sich!